Freunde, was geht ab und herzlich willkommen zum neuen Video. Vorneweg gesagt, in diesem Video geht es um Folge 9 von Sam vs. Wild. Also erstmal eine Spoilerwarnung, wenn ihr die Folge noch nicht gesehen habt. Es war schon sehr absehbar, dass Hugo leider die Gruppe verlassen musste. Grüße auch nochmal an Ronny Berger dafür. Aber komm, das war auch eigentlich das Wahrscheinlichste und hätte mich jetzt wirklich sehr stark gewundert, wäre es doch jemand anderes gewesen. Wir gehen jetzt hier erstmal komplett auf den Code Red von Hugo ein, denn dazu hat er wirklich sehr viel noch in seinem Stream gesagt. Wie immer würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert. Ist völlig kostenlos und würde mich riesig unterstützen. Also was kann ich zum Code Red von Hugo sagen? Jetzt hatte ich ja schon leicht etwas angedeutet in den letzten zwei Tagen, dass er nicht so fit war und erstmal so allgemein Symptome hatte, die einer Erkältung oder den Anfang einer Grippe sehr ähneln. Das hat er auch der Gruppe kommuniziert und sie wollten dann auch auf ihn mehr Rücksicht nehmen. Hugo ist dann aber trotzdem wegen der Langeweile mit Uwe den Koffer holen gegangen, was wahrscheinlich im Nachhinein betrachtet in der Situation wirklich nicht sehr schlau gewesen war, aber für den Moment auch irgendwo nachvollziehbar, weil er halt nicht mit der Langeweile zurechtkam. In der Nacht bekam er wirklich sehr starke Schmerzen und Husten, hat auch nicht mehr so viel Luft bekommen und es war dann auch nach kurzem Zögern klar, dass sie Code Red drücken müssen. Joe Vogel hat erstmal probiert, etwas beruhigend die Situation von ihm einschätzen zu können, was er auch wirklich nicht schlecht gemacht hat, denn Panik durch die anderen Teilnehmer hätte Hugo in der Situation auch nicht gebraucht. Natürlich haben sie sich dort alle Sorgen um ihn gemacht, Sandra wurde dann auch etwas deutlicher und hat gesagt, wäre ich als Zweierteam mit ihm, hätte ich schon direkt Code Red gedrückt. Ich kann ebenso auch Sandra nachvollziehen, man will aber natürlich nicht voreilig irgendwas entscheiden, wenn Hugo vorher noch gar nicht gesagt hat, dass er drücken will, denn man will sich logischerweise dann auch im Nachhinein nicht drüber ärgern, wenn man zum Beispiel nur kurz 5 Minuten eine Panikattacke hätte. Bei Hugo war das anscheinend aber wirklich was sehr Ernstes, denn er hat auch in seinem Stream, als er auf die Folge reagiert hat, nämlich noch sehr viel dazu gesagt, denn wie ihr schon mitbekommen habt, Hugo wurde abgeholt und dazu wurde wirklich fast überhaupt nicht gezeigt und es kam eine Einblendung, dass man seinen Gesundheitszustand im Behind the Scenes sehen wird, was ich wirklich sehr schade finde, denn die Leute, die alle auf Amazon schauen, müssen jetzt 2 Wochen darauf warten, weil YouTube natürlich hinterherhängt. Also das hätte aus meiner Sicht komplett in die Hauptfolge reingehört, das war irgendwie danach so unbefriedigend weiterzuschauen und ich denke mal, das hat den meisten nicht gefallen. Man hätte ja wenigstens ganz kurz was einblenden können oder 2 Minuten halt zeigen, was mit ihm gewesen ist. Hugo hat das Ganze anscheinend auch nicht so gefallen, dass wirklich überhaupt nichts dazu gezeigt wurde. Deswegen hat er auch im Stream erzählt, was mit ihm gewesen ist und das Ganze wirklich mehrere Stunden gedauert hat. Es ist nichts gezeigt worden. Bro, zwischen diesen 2 Clips, 1 Stunde vergangen. Ich glaube 1 Stunde vergangen. Also ich kann euch jetzt sagen, was passiert ist alles. Also ich wurde dann halt so hochgetragen. Also ich musste durch so einen Fluss. Dann sind wir noch so ganz bisschen zum, ja, ich weiß, dass das im BTS kommt, aber ich finde halt krass, dass sie hier wirklich nichts reingeschnitten haben. Also da sind wir mit dem Auto diesen Berg hoch, 5 bis 10 Minuten zu so einer Wohnmobilhütte. Hugo nennt hier auch nochmal den Hauptgrund, warum sie den Hang nicht hochlaufen durften, weil dort oben halt eine kleine Hütte steht, wo auch Notfallsanitäter übernachtet haben. Es sind ungefähr 600 Meter Luftlinie zum Flugzeug, also das ist wirklich schon sehr weit weg und Fritz hat auch nochmal verdeutlicht, dass sie auf die andere Seite durften, aber halt nicht mehrere 100 Meter den Hang hochlaufen sollten. Das Sicherheitsteam war also wirklich schnell da, die sind dann zu dritt ins Camp gelaufen, klar war das ein Code Red, aber ich finde es irgendwie etwas amüsant, dass Fritz beim Briefkasten so extrem aufpasst, dass er nicht gesehen wird, um das Szenario nicht zu zerstören und dann laufen da halt wirklich 3 Sunnies komplett ins Camp rein, aber gut, da kann man wahrscheinlich auch nichts weiter gegen machen, war halt wirklich ein Code Red. Auf jeden Fall wurde dann Hugo erstmal kurz oben zu dieser Hütte gebracht. Jetzt weiß ich auch, warum wir nicht dahin durften. Ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, aber ist ja eigentlich egal. Also die Sonnenseite, wo wir nicht hin durften, da drüber, dahinter, war so ein bisschen, nicht close, aber ein bisschen weiter weg, war so eine kleine Hütte. Und da habe ich dann halt, da haben die mir was zu trinken gegeben, Tee. Und ich habe so Bananenmatsch bekommen, irgendwie sowas, aber ich konnte es halt null essen. Und da hinten war dann diese Hütte, wurde etwas diagnostiziert. Ja genau, hier wurde diagnostiziert, sie wissen es nicht. Also die meinten so Werte, so Blut, hier Puls und so, wäre okay. Also die haben halt, die konnten ja nicht viel machen. Da, wo wir jetzt gerade waren. Dann wurde er zu der guten Forest Range Station gebracht, auch besser bekannt als Orga Farm. Da wollten sie ihn dann weiter versorgen, wo es aber auch schnell klar wurde, dass er ins Krankenhaus muss. Ich war komplett tot, alles. Ich weiß noch, das Einzige, was ich da gemacht habe, ich weiß noch, ich hab mich hingesetzt, hab GoPro noch auf Krampf auf diesen Tisch dahingestellt und die GoPro noch angemacht. Das ist alles. Und dann saß ich da, hab ganz bisschen getrunken. Bisschen Banane in meinem Mund. Mir ein Glas Cola gegeben, konnte ich nicht trinken. Habe ich einen Schluck vielleicht getrunken oder so. Also ich saß da halt einfach, bin verreckt. Hat man nichts gesehen. Jetzt sitze ich da im Auto und ich weiß ganz genau, diese Autofahrt hat mein Leben gefickt. Und ich schwöre, also alle, die irgendwie sagen, Code Red, irgendwie
Das war zu viel oder so, Digga. Diese Autofahrt, ich bin gestorben. Ich bin legit gestorben. Wir mussten von da zum Krankenhaus. Ich wurde ins Krankenhaus gefahren. Eine Stunde Fahrt. Und wir mussten Hälfte abbrechen, weil ich komplett. Ich kann es nicht beschreiben. Mir war komplett übel. Wirklich geisteskrank übel. Ich war noch nie in meinem Leben, war mir so übel. Ich bin fast Knockout gegangen. Also mein Kopf hat so gedröhnt. Und halt meine Leber, diese Leberschmerzen. Wir mussten mitten in der Fahrt mussten wir kurz rechts anhalten oder links, ich weiß gerade nicht mehr. Weil ich war komplett am Arsch. Ich war wirklich komplett am Arsch in dieser Fahrt. Und da war ich dann 12 Stunden. Also ich war 12 Stunden Krankenhaus, lag da einfach tot. Oder 10, ich weiß, ich kann Real Talk, ich habe keine Ahnung. Also ich war auf jeden Fall die ganze Nacht über dann noch im Krankenhaus. Ich weiß nicht, ob ich jetzt sagen darf, was ich hatte, aber I guess, juckt. Also ich hatte, obwohl wir Fluss hatten, ich war komplett dehydriert. Ich hatte gar kein Wasser mehr in meinem Körper drin. Also, was heißt gar kein? Aber ich war komplett dehydriert, weil ich einfach nicht genug getrunken habe. Weil, jetzt, ich kann euch sagen, warum. Weil dieses Wasser kalt as fuck war. Und, also, ich habe gar nicht so drauf geachtet. Das ist mein Fehler. Das ist komplett mein Fehler. Ich habe einfach nicht genug getrunken, weil das Wasser halt kalt war. Du hast nicht so Bock. Jetzt kann man sagen, okay, man hat das Wasser ja gekocht und konnte es dann trinken. Aber das heiße Wasser konnte ich auch nicht trinken wegen dem Sodbrennen. Ich hatte ja geisteskrank Sodbrennen, wirklich geisteskrank. Und diese Leberschmerzen, meine Leber war komplett im Arsch. Meine Leberwerte waren tot. Ich habe Blutabnahme gemacht, meine Leberwerte waren absolut am Arsch. Also ich war komplett am Arsch mit der Leber. Musste irgendwie die ganze Zeit Medikamente nehmen, bla bla bla. Also jetzt ist alles wieder gut, hoffentlich, haha. Aber ich bin anscheinend auch. Ich bin anfällig auf die Leber, weil ich habe. Als ich mein Aneurysma noch hatte, musste ich die ganze Zeit Medikamente nehmen, was Keppra hieß. Jeden Morgen, jeden Abend 750 Milligramm. Und das hat meine Leber halt auch ein bisschen so, ne? Und also im Endeffekt, das, was ich jetzt verstanden habe, ich war absolut dehydriert und meine Leberwerte waren komplett am Arsch. Und ich hatte halt eine Erkältung. Diese drei Sachen haben mich gefickt. Wahrscheinlich bin ich selber schuld. Also ich bin sehr wahrscheinlich schuld daran. War ich halt nicht genug. Also ich glaube, wegen Leber und Dehydrieren hätte ich selber was machen können mit Trinken, glaube ich. Ich hätte viel mehr auf mein Trinken achten müssen. Ich habe halt komplett verkackt, was das angeht. Und ich hätte, obwohl ich wusste, ich habe eine Erkältung, aber bin trotzdem mit Uwe dann irgendwie 2 Kilometer gelaufen für Koffer. Also im Endeffekt bin ich halt selber schuld. Ich habe selber verkackt. Nach diesen 12 Stunden Krankenhaus, wo ich war, wurde ich nach diesen 12 Stunden eine Stunde nach Wackerner gebracht, zu meinem Zimmer. Und das allererste, was ich gemacht habe, als ich beim Zimmer war, ich habe mein Handy angemacht und habe 30 Minuten lang in die Kamera geredet, damit ich meine Worte checke. Also, wenn die Folge auf YouTube online kommt, werde ich mein Video hochladen und da sieht man nochmal direkt also da wusste ich, ganz kurz, da wusste ich aber noch nicht, dass meine Leber im Arsch war, by the way. Das wusste ich erst danach. Sind schon interessante Stories gewesen, die er da mal so rausgehauen hat. Dehydration und schlechte Leberwerte zu dieser Zeit mit den Bedingungen war auch im Nachhinein definitiv Code Red würdig aus meiner Sicht. Das Ganze, was er da erzählt hat, hätte aber definitiv in die Hauptfolge reingehört. Was man zum Beispiel wirklich ins Behind the Scenes hätte machen können, wären Fritz' kleine Expedition mit den SD-Karten und Funksprüchen gewesen. Ist eine coole Sache an sich, ist nun aber nach meiner Meinung beim dritten oder vierten Mal einfach nicht mehr so spannend und unnötig, das in die Hauptfolge reinzuschneiden, weil es halt immer das Gleiche ist. Aber das ist wirklich Meckern auf hohem Niveau und ich kann auch verstehen, dass Fritz als Erfinder und Gesicht von Sam vs. Walter noch weiterhin in den Folgen ab und zu sehen sein soll. Sonst ist in Folge 9 nicht mehr so viel passiert. Uwe hat den Koffer geholt, das Entscheidendste, was drin war, eine Tafel Schokolade. Kalorien kann man immer gebrauchen. Joey Kelly hat den Shelter weitergebaut und Joe Vogel geht wieder seine Runde mit den Schlingfallen, wo auch diesmal wieder nichts drin war. Gut, Freunde, ich würde sagen, das war's für heute. Dann macht's gut, passt auf euch auf und wir sehen uns beim nächsten Mal.